Moin zusammen. Heute melde ich mich mit einem kurzen Video aus dem Auto. Warum aus dem Auto? Ich hatte im Urlaub häufiger das Problem, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin oder auch mit dem PKW, dass meine Kameraakkus in der Nikon irgendwann leer sind. Und wenn ich dann irgendwo bin, wo ich gerade kein 220 Volt Stromnetz zur Verfügung habe, dann stehe ich da und dann mache ich alles, nur keine Fotos mehr. Darum habe ich in der Vergangenheit mir einige Geräte angeguckt, die also versprochen haben, im Auto auch über einen Zigarettenanzünderadapter die Kameraakkus der Nikon aufladen zu können. Das hat bisher nicht so super funktioniert. Die Geräte sind entweder sehr heiß geworden, die Akkus haben nicht richtig geladen oder die Teile waren einfach unzuverlässig. Jetzt habe ich eine Lösung gefunden, wo das besser funktioniert. Habe ich jetzt seit ein paar Tagen im Betrieb. Ist von Bluemax dieses Ladegerät. Kann dual zwei Akkus gleichzeitig laden und hat ein LCD-Display, was mir auch in Prozentzahlen tatsächlich pro Akku den Ladezustand anzeigt. Ich bin sehr überzeugt von dem Gerät. Es funktioniert sowohl am 220 Volt Stromnetz ganz regulär, lädt also dual beide Akkus auf, und es funktioniert eben auch mit dem Zigarettenanzünderadapter wunderbar im Auto. Ist eine tolle Sache, funktioniert zuverlässig. Ich habe die Akkus jetzt komplett aufgeladen und wenn da 100% draufsteht, dann sagt die Kamera auch 100% und ich kann den Akku ganz normal benutzen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe lange danach gesucht, dachte mir, dass das vielleicht den einen oder anderen auch noch interessiert. Ein schönes Feature an dem Teil gibt es noch. Das Gerät hat zeitgleich auch noch einen USB-Ausgang, mit dem ich zum Beispiel USB-Geräte wie zum Beispiel eine Powerbank aufladen kann, wenn ich das Gerät eben entweder per 12 Volt am Auto angeschlossen habe oder per 220 Volt am normalen Stromanschluss zu Hause. Einen Link zu dem Produkt findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und in den Kommentaren.